Na gut, dann wollen wir die Zwerge hier mal so machen lassen und gehen jetzt hoch zu unserem Zwerg-Geist in dem Käfig oder bei dem Käfig. Denn ich will was Neues ausprobieren. Das stand nämlich in den Kommentaren. Eventuell sollte ich doch einfach mal den Zwerg aufstellen mit seinem Käfig und dann den Käfig mit dem Schalter verbinden. So wie wir das früher bei den Goblins auch gemacht haben. Und das klingt gar nicht mal so schlecht. Also mache ich wieder BJ zum 4. oder 5. Mal jetzt. Wieder den Zwerg aus, so. Und baue in der Zwischenzeit schon mal ein Lever. Oder Lever, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Dahin. Mit meinem Nicht-Artefakt-Mechanismus, bitteschön. So. Wird jetzt ein bisschen dauern. Aber das klingt echt nach einem Plan. Und so können wir auch testen, ob da wirklich noch ein Zwerg drin ist oder einfach nur die Überreste. Weil eventuell wird einfach nur diese Zwergenanimation angezeigt, weil da mal ein Zwerg drin war und nicht mehr, weil da noch einer drin ist. So, Käfig steht, Mechanismus steht noch lange nicht. Na gut, dann können wir in der Zwischenzeit mal runter gucken, wie das Wasser denn so abläuft. Auch wenn noch nicht allzu viel Zeit vergangen ist. Ich sehe ganz viel Bewegung. Und ja, es wurde auch schon geschrieben, was ist denn eigentlich, wenn das ganze Wasser abgeflossen ist? Dann hast du doch kein Wasser mehr für den Brunnen. Ja, so ganz logisch betrachtet macht das irgendwie schon Sinn. Zumal wir, hier war ja mein Sicherheitsbecken. Also, dass, falls das wirklich alles abläuft, dass denn hier noch wenigstens was drin bleibt. Aber da hat der Brunnen gar keinen Zugang zu. Also müssten wir dann hierhin noch was buddeln. Und dann weiß ich nicht, wie das im Schlamm ist. Weil es kann ja sein, dass denn hier Schlamm ist und da wir dann hier hinbuddeln, um Zugang zu dem Brunnen zu machen, wird der Schlamm da reingespült. Das wäre natürlich auch ganz nervig. Aber ja, wenigstens ist jetzt schon mal das Wasser durch diesen langen Korridor durch und sprudelt jetzt ganz langsam hier hin. Also von Wasserdruck scheint da keine Rede zu sein. Und wir haben neue Hundewelpen. Ja, schön. Na gut, aber das hier unten werden wir erstmal ignorieren können. Bis auf, nochmal ganz kurz gucken, wo ist unser Brunnenschacht da? Da müssen wir hingucken, also K. Und da ist immer noch ein Pile of Mud. Ja, lässt sich nicht ändern. Hoffen wir einfach mal, dass der Mechanismus jetzt oben schon mal steht, dass wir wenigstens da weitermachen können. Und sonst müssen wir halt mal umgucken, was denn noch so getan werden muss. Ja, er steht schon, sehr schön. Also, wir hätten eine neue Task für dich. Verbinde bitte mit einem Käfig, J. Und zwar, den Käfig mit dem Zwerg. Und zwar den Shared-Mechanismus, der 2 X hat. Sind das nicht kaputte Mechanismen? Na gut, müssen wir trotzdem probieren, denn ich wollte nicht mein Artefakt verbauen. Oh, er braucht 2. Ah, es geht nicht. Also gut, wir brauchen Rock, Mechanism. Wir brauchen Mechanism, ja. 20 Stück, ein paar auf Vorrat zu haben, schadet nie. Und wo wir gerade dabei sind, haben wir neue Mandate? Nee, haben wir nicht. Gut, wir müssen noch jede Menge Goblins töten. Das sammelt sich ja immer noch an. Ich weiß zwar immer noch nicht so wirklich, wie das da vor sich geht, aber ich schmeiße jetzt einfach einzeln runter. Hier ist der Testschacht gewesen. Nee. Wo ist meine Goblin-Todesmaschine? Ja, das passiert, wenn man ein paar Tage mal nicht das Spiel spielt und verliert die Orientierung. Ah, hier. Das sieht doch gut aus. Wir hätten gerne Shift-P und würden gerne einen Goblin erstmal noch reinschmeißen. Und zwar den da. So, fertig. Unten müsste ja soweit noch alles frei sein. Oh, das sollten wir nicht unbedingt machen, wenn die Zwerge da durchlaufen. Stopp, wo wollt ihr hin? Also so oder so müsste der Goblin sterben und dürfte keine Bedrohung sein. Außer ein Zwerg ist genau in dem Moment auf dem Stachel und blockiert dadurch den Stachel, wie auch immer. Aber ich würde gerne wissen, was die Zwerge da machen. Was holt ihr ab? Überreste. Was für Überreste? V. Auf den da. Was hast du im Inventar? Schuhe, Socken. Hast du bestimmt in der Hand? Nee, hast du bestimmt am Fuß. Ein Lungenfisch.
Okay. Also unsere Zwerge schleppen jetzt tote Fische. Weil das Wasser abläuft? Das sollt ihr bitte nicht machen. Dann machen wir noch mal ganz kurz Militär, Alerts und sagen Bunker. Solange wie wir die Goblins runterschmeißen. Nur damit die Leute da unten nicht die ganzen Fische einsammeln. Ah, sehr echt komisch. Vor allem, ich sehe hier auf der Anzeige nirgendwo. Also die kommen von unten links. Ich sehe hier nirgendwo tote Fische rumliegen. Oh, und was kommt da jetzt? Lovecraft and Cats ist besessen, also zieht sich zurück aus der Gesellschaft und schnappt sich einen Crafts Dwarfs Workshop. Ah, okay, dann bastelt man da runter weiter. Goblin-Falle da. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da kein Zwerg mehr ist. Ne, sind alle drin. Weil das hier gehört, glaube ich, noch zum Bunker, aber der ganze Bereich nicht. Also die Lungenfische auch nicht. Und was für Tiere laufen da einfach so in unsere Fortress rein? Ein Peregrin-Falkenküken. Die gehören aber jetzt nicht zu uns, oder? MMMZ. Animals. Ganz viele Hundewelpen. Davon sollten wir mal ein paar schlachten. Sonst gibt es ja keine neuen. Und wir brauchen das Fleisch. So. Hier sind noch Kriegshunde unten. Und doch da, hier sehe ich Peregrin, Falken, Küken. Die sind schon abgerichtet. Ist ja auch geil. Ich stelle mir gerade so eine Reihe aus 8 Küken vor, die alle im Gleichschritt marschieren. Okay. Also wir können die jetzt zu Kriegsküken ausbilden? Nee, will ich nicht. Es ist mir zu viel Wuselkram. Die können alle erstmal weg. Weg, 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 weg. Und wo sind die Peregrin Falken, die das Ganze veranstaltet haben? Die müssen ja auch irgendwelche Eltern haben. Obwohl, ich glaube, es reicht, wenn wir einen haben und dann verpaart sich der mit irgendwelchen Wildperegrinen, die auf der Karte sind. Gans, Meerschweinchen, Peregrin Falke, du stirbst jetzt bitte auch. War zwar ganz nett, einen trainierten Falken zu haben, aber wenn er so viele Küken produziert, muss das nicht unbedingt sein. So. Die verschwinden gleich alle und es ist immer noch kein Goblin hier unten aufgeschlagen. Jemand braucht einen leeren Käfig. Warum braucht jemand einen leeren Käfig? Grompel hat die Bewegung einer großen Kreatur aufgegeben, weil er keinen leeren Käfig hat. Okay, dann hätten wir gerne ein Wooden Cage. 15. Das verstehe ich nicht. Eigentlich müssten wir ja genug leere Käfige haben, weil es werden hier immer wieder neue leer, je mehr Goblins wir hier runterschmeißen. Oh, die Käfigfallen. Ah, stimmt, die mussten neu bestückt werden. Oder überhaupt zum ersten Mal bestückt werden hier unten. Deswegen könnten wir keine haben. Nächste Frage. Warum braucht er denn zum Bewegen eines Käfigs, wo ein Tier drin ist, noch einen leeren Käfig? Also ist der Befehl wahrscheinlich schon wieder aufgehoben worden. Machen wir also nochmal. Shift B. Nee, ist er nicht. Ist immer noch hier grün mit dem Balken markiert und blau mit dem da. Türen sind alle offen? Ja. Wahrscheinlich ist nur wieder der Standardfehler schuld. Girugon lässt die Zeit nicht genug weiterlaufen. Und immer wieder Fehlermeldung, dass sie keine Käfige haben. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis unser Pankolos da sich ransetzt. Oder wer war unser Schreiner? Hier. Fühlt sich anscheinend noch keiner berufen, da was herzustellen. Oh, apropos Pankolos, ist unser Militär aktiv? Squads? Nee, keine Befehle. Sehr gut. Ich dachte schon, ich hätte die wieder irgendwo stehen lassen. Für ein, zwei Monate und die meckern die ganze Zeit. Das wollen wir ja auch nicht. So, sind denn wenigstens in der Zwischenzeit die Mechanismen gebaut worden? Einmal AJ, Zwergenkäfig und ja, zwei neue Mechanismen. Das passt doch perfekt. Und gleich im Anschluss Shift P, um den Schalter auch zu drücken.
Jetzt müssen nur noch die zwei Mechanismen hier hochgekarrt werden, verbunden werden und gedrückt. Aber wo wir gerade hier oben sind, können wir auch immer ein Auge darauf haben, ob endlich der Goblin abgeholt wird oder nicht. Was ja echt irritierend ist. Oh, und die Ernte wird auch nicht eingeholt. Was ist denn das? K? Farmplot. Oh, gehört ihr nicht zum Bunker? Nee, die ganze Etage gehört nicht zum Bunker. Wie kann ich denn sowas vergessen? Das ist doch eine relativ wichtige Etage. Die hier auch nicht? Ah nee, das ist Bunker und nicht Inside. Alerts, ihr sollt nicht in den Bunker, ihr sollt in den Inside. So. Kein Wunder, dass durchgehend Fehlermeldungen kommen und die Ernte stillsteht und was weiß ich. Wozu habe ich eigentlich noch den Bunker, Burrow? Bringt er uns irgendwas? Also dadurch habe ich die Zwerge noch kompakter an einem Ort, aber sie können halt keine Aufgaben nachgehen. Ja doch, ich sollte ihn behalten. Aber halt wirklich darauf achten, wann ich welchen Befehl gebe, weil das kann ja doch zu Problemen führen, wie man sieht. So, der erste Mechanismus wird am Käfig beschäftigt, befestigt. Und ich hätte echt gern Fehlermeldung für tote Feinde. Oder tote Gefangene. Item inaccessible. Ja, das werden die ganzen tote Fische sein, die nicht eingesammelt werden können. Und die Händler werden uns bald verlassen. Tee. Ja, die Händler, ne? Wo sind denn die Elfenhändler überhaupt? Die dürfen schon seit einer ganzen Weile vor der Tür stehen. Ich sehe auf der Karte nichts, was wie Händler aussehen könnte. Die müssten ja eigentlich irgendwo am Kartenrand einfach stehen geblieben sein, weil sie keinen Zugang haben. Aber... nö. Komisch. Da bin ich jetzt doch neugierig geworden. Andere? Merchant, da oben. Hä? Wir haben Schnecken, Schlangen, Jaguare, die alle als Händler gelten und die sind gefangen. Ja, auch nicht schlecht. So, da ist der Elfen-Merchant. Zoom to Creature. Warum bist du bei uns drin? Was zur Hölle? Oh, ich habe einen Verdacht. Wir sind durch den Untergrund gekommen. Das könnte sogar echt angehen, weil die Türen waren ja offen. So schleichen sich die Elfen einfach hinterhältig in unsere Festung rein, um uns ihren Handel aufzuzwingen. Geht ja gar nicht. Oh, sind die Bodenplatten hier suspended, weil da irgendjemand drüber getrampelt ist. So, so. Ja, aber dann können sie durch den Weg auch wieder rausgehen. Sollte echt darauf achten, die Türen abzuschließen. So, der Schalter wurde anscheinend gedrückt. Der Käfig, der hier irgendwo stand, ist weg. Und ich sehe auf dem Stockpile kein Zwerg mehr. Pause. Das Blinken würde ich auch gerne irgendwie pausieren. Aber das scheinen alles nur Goblins, Tiere. Da ist der Troll. Noch ein Tier. Ja, das scheint funktioniert zu haben. Sehr schön. Also entweder haben wir jetzt die Knochen rausgeschmissen aus dem Käfig oder den Zwerg endlich befreit. Nach 2.000 oder 3.000 Folgen, wo er eingesperrt war. Mann, Mann, Mann. Na gut. Ein Problem gelöst. Was sagt das andere Problem? Das Wasser fließt. Kommt auch langsam voran. Es dürfte dann nächste Folge irgendwann hier den Karten rankommen und anfangen abzufließen. Ja, aber es dauert ja echt Ewigkeiten. So, und da irgendwo war unser Brunnen. Und überall ist noch matt und überall sind noch 6 oder 7 von 7 Wasserfeldern. Also ja, ich sollte echt die Finger von lassen, das bringt gar nichts, dazu zu gucken. So, und das Letzte, was wir diese Folge angefangen hatten, was ist mit dem Goblin passiert? Ist er inzwischen tot? Genug Zeit hatte er ja, runtergeschubst zu werden. Und tada, Fetzen. Nee, die sind alle schon weggeräumt worden, aber das Blut ist noch da. Sehr schön. Also können wir jetzt immer nach und nach einzeln Goblins runterschmeißen, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Das machen wir doch gleich nochmal. Zick. So, und der nächste Goblin. Und
Und so müssten wir das langsam in den Griff bekommen mit unseren Stockpiles da oben. Denn wir haben nur noch begrenzte Goblins in Anführungszeichen. Wir kriegen ja keine neuen mehr, weil wir uns eingebunkert haben. Also abgesehen von dieser kleinen Sicherheitslücke da unten, wo die Elfen auch reingekommen sind. Hier nämlich. Und wo die Elfen jetzt auch gerade wieder abhauen. Das heißt, sobald die Elfen draußen sind, damit sie nicht mehr rumstehen können, machen wir die Tür da erstmal zu und bauen hier auch noch zwei neue hin. Die können wir schon mal aufstellen. So, Granitür, Granitür. Also schließen wir dann die ab, lassen unseren Zwerg zurücklaufen, schließen die ab, lassen unseren Zwerg zurücklaufen, lassen die abschließen. Und dann haben wir auch das verhindert, dass die Elfen reinkommen. Und allgemein die anderen Goblins. Andere Goblins, ja, obwohl, das ist ein Haken. Wenn wir die Türen da einfach nur abschließen, dann wird die Invasionsstreitmacht kommen. Von hier oben. Da. Einfach da die Treppe runterlaufen. Durch das Tunnelsystem und dann zu unseren zwei Türen. Die Türen einschlagen und dann über die 6, 7 Fallen, die da waren, tapseln. Wo dann 6, 7 Goblins eingefangen werden. Aber das wird nicht reichen, um eine ganze Streitmacht aufzuhalten. Wir könnten den Eingang zumauern. Also hier würden sie ja runterkommen. Und hier haben wir noch Zugang zu. Also hier hatten wir ja schon angefangen, das alles abzugrenzen. Da die Stellen. Also mach jetzt einfach mal B. C, Shift C. Und W. So. Und bau da eine Mauer hin. Ja. Das ist denn der einzige Weg durch. Und ja, Mauern können eingerissen werden von Trollen, aber ich weiß nicht, wie koordiniert die das machen. Können wir einfach mal testen. Also bauen wir jetzt hier noch eine Mauer hin aus Granitblöcken, bitteschön, weil Granit zu transportieren dauert viel zu lange. Granitblock, Granitblock. Chertblock ist auch okay, aber ich will eigentlich einen Granitblock haben. Ah, die verstecken sich schon wieder vor mir. Na gut, dann halt einen Chertblock. So. Also haben wir jetzt unsere Sicherheitszone Nummer 1 hier, wo dann nur ein Troll durchkommt. Da haben wir Sicherheitszone Nummer 2, sind die Türen da oben, wo jeder durchkommt, aber es dauert halt länger. Und Zone Nummer 3 sind die ganzen Fallen, die wir noch weiter ausbauen sollten, also noch ein paar mehr dahin klatschen. So, jetzt aber erstmal Pause und einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denne.